So, hallo Leute, ich bin's wieder mal, euer Grand Warlord hier. Heute für euch ein neues Video und in diesem Video unterhalten wir uns wieder mal über die Black Ops 3 Beta und ich habe gute Neuigkeiten für alle, die gerade aktiv die Beta auf der PS4 spielen. Und zwar bekommt die Beta heute Abend um 19 Uhr ein Update und in dem Update wird zum einen das Level Cap erhöht und Level Cap bis jetzt ist auf 28 gesetzt. Nach dem Update wird es auf 34 sein und das bringt natürlich ein paar Vorteile mit sich, wie zum einen kann man das VMP SMG freischalten, der Hater Score Streak wird freigeschalten, das heißt, beziehungsweise es ist sowas wie der neue Orbitalsatellit für alle, die es noch nicht wissen. Power Core Score Streak wird auch freigeschalten werden, das ist sowas wie das EMP. Des Weiteren bekommen wir einen neuen Spezialisten, den Reaper, hinzu. Ich glaube, es ist der Typ, der aus der Hand dann dieses kleine MG, diese Gatling, herzaubern kann. Oder aber auch der Typ mit den Klingen, ich weiß es nicht, vielleicht enthält er aber auch beides, der Spezialist. Sehen wir am Abend, auf jeden Fall kommen auch noch zwei neue Sachen dazu, die uns jetzt nicht direkt betreffen, beziehungsweise schon direkt, aber nichts, die uns was zum Level bringen. Und zwar bekommen wir einen neuen Spielmodus, Uplink, kennen wir ja jetzt alle schon aus Advanced Warfare. Und eine neue Karte, Stronghold heißt sie, ich glaube es ist diese Ice Map für alle, die sich ein paar Videos schon angeschaut haben zu Black Ops 3, bin mir aber da nicht hundertprozentig sicher. Werden wir heute Abend um 19 Uhr sehen und ja, ich freue mich auf jeden Fall schon mal, ich hoffe ihr auch. Und ja, für alle, die jetzt auf der Xbox One spielen bzw. sind und noch warten müssen, wenn ihr noch keinen Beta-Code habt, ich werde wahrscheinlich, was heißt wahrscheinlich, ziemlich sicher mit großer Wahrscheinlichkeit auch nochmal eine Beta-Käfer-Lose machen auf meiner Facebook-Page. Und ja, von dem her war es jetzt mit dem Video. Danke, dass ihr eingeschaltet habt. Wir sehen uns im nächsten Video auch schon wieder. Bis bald, euer Grand Warlord.